Und das ist die Führung für die Young Boys in der 10. Minute. Und der Jubel unter den Spielern natürlich besonders groß. Riskant, was Mwogo da gemacht hat, diesen Flachpass ins Zentrum. Steffen wieder einmal gegen Safari. Und dann Gernt. 2-0. Zweites Tor, Alexander Gernt. Stark herausgespielt. Steffen wieder gegen Safari, vernascht diesen ein für alle Mal, für das eine oder andere Mal. Liegt vor. Schönes Timing, Gernt. 2-0, sein zweiter Treffer. Fabian Scher. Zuffi. Gashi liegt zurück. Und dann geht es um ein paar Zentimeter. Dieser Ball von Luca Zuffi. Gashi von Bergen. Lejax auf Gernt. Mairati geht aus dem Tor. Und dann ist das 3-0. Perfekt. Oder nicht. Da hat es einen Foulpfiff gegeben. Die Flanke kommt. Dann Waro gegen Frei. Offensivfoul von Waro. Adetjanai. Und dann wieder Waro. Kann aber geblockt werden. Will eine Penalty. Ja, es häufen sich die Szenen. Das ist das 3-0. Für die Young Boys. Milan Gajic. Da ist Schaka natürlich mitbeteiligt an diesem Tor. Milan Gajic, 3-0. Ja, wer hätte das geglaubt vor dem Spiel? Da kommt das Tor für den FCB. Hier noch einmal die Flanke an Embolo. Berührt den Ball gar nicht mehr. Gashi mit der Flanke in den 5-Meter-Raum hinein. Dass die sich sehr schnell dann wieder auffangen kann. Heute ein Rückschlag. Und dann doch noch das 3-2, Marco Streller. Das sieht doch schon wieder freundlicher aus. Hier diese Flanke steigt höher als sein Gegenspieler von Bergen. El Nini mit dieser Flanke und Streller mit dem Kopf. 92. Minute. Und postwendend, Waro, 4-2. Also in diesem Spiel ist alles, was man sich wünschen kann. 6 Tore, 2 davon in der Nachspielzeit. Waro, Sekunden nach dem Anschlusstor des FC Basel in der gleichen Minute. Dieses Spitzenspiel gewinnen die Young Boys mit 4-2 gegen den FC Basel.